Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 31 von City Skylines. Und ja, wir sind wieder im Spiel. Haben letztes Mal ganz viele Parks gemacht. Und hier hat man noch die Straße, glaube ich, auch geändert, ne? Hast du nur noch die Pause dran, deswegen fährt da kein Auto. Die haben eine vierspurige Straße hier lang gebaut. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie sieht es denn verkehrstechnisch jetzt aus? Da oben war das und da. Ja, okay. Hier hat sich's ein bisschen entspannt wohl, aber hier ist immer noch so viel, obwohl da fahren gar nicht so viele Autos. Ob das jetzt noch mit dem anderen zu tun hat, ich weiß es nicht. Es jingelt auf jeden Fall ganz viel. Jetzt haben wir hier das nächste Problem. Wo es rot ist, das ist die Haupttangente nach da, auch schon viel mehrspurig. Ja, hier parken sie auch am Rand, das ist auch nicht gut, ne? Das hat wahrscheinlich mit unserer Straßenart zu tun, gehe ich mal von aus. Was haben wir hier jetzt? Große Straßen und hier wären Autobahnen. Auf Autobahnen dürfte man natürlich nicht parken, würde ich mal sagen. Autobahnauffahrt, okay. Ja. Wäre dann die Frage, was wir mal irgendwann mit der Autobahn machen. Ob wir da was machen. Guck mal, hier ist immer noch kein Strom dran, ne? An dem. Weg mal, mal rein. Das ist ein Friedhof immer noch, okay. Ist die Frage, braucht ein Friedhof Strom, ne? Was können wir denn daneben bauen, so? Gute Frage, ne? Bürogebäude? Industrie ist mittlerweile schon wieder gefragt, ne? Aber die wollen wir nicht dahin machen, denke ich mal, oder? Komm, die Industrie machen wir noch hier hin. Und dahin, dahin und dorthin. Denke ich mal, und dann gibt es da noch eine Straße rein. Eine große Straße. Ja, muss eine große Straße im Endeffekt rein, ne, oder? Geht aber nicht, die ist zu groß. Was ist mit der? Die ist auch zu groß. Das bedeutet, da geht nur eine kleine Straße. Wieso das? Komm. Gefälle zu steil, okay. Da geht's komischerweise. Gut, dann machen wir es so. Ja, da müssen wir mal gerade diese nehmen. So und fertig. Okay, dann von der Seite geht es natürlich auch noch nach da, allerdings gerade. Ziehen wir hier noch was drüber. Ah, super, hat gut geklappt. Ne, den will ich jetzt noch mal wegmachen. Na, weil das gefiel mir jetzt gerade nicht. Nochmal. Straße ist schon richtig ausgewählt. Ja, guck mal, hier fehlt es an einer ganz kleinen Ecke am Friedhof, ne? Ne, ist ja kein Friedhof, ist ein Park, ne? Das heißt. Entschuldigung. Müssen da mal so eine Kurve reinmachen irgendwie, ne? So. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu der Straße so rüber.
Und von dort mal nach da. So lang. Haben wir da irgendwo eine Lücke gelassen? Ja, da. Dann geht da natürlich noch eine Straße. So, da rein. Passt. Jetzt hat es da vorne zwar ein Haus erwischt, aber soll gut sein, oder? Hier ist noch, denke ich mal, auf jeden Fall auf der Rückseite was mit grün zu machen. Dann machen wir da blaues, aber das kann ruhig hier dieses sein, oder? Machen wir hier so hin. Und hier machen wir... Lassen wir da weg. Machen da Industrie hin. Und dort. Dort. Da auch. Das wird alles Industrie. Und da kommen drei Bürogebäude hin, wenn das dann geht. Was ist das denn hier? Industriegebiet haben wir. Das hier wollte ich. So, passt's. Da auch noch. So, und die gelben machen wir noch hier hin. Und dahin. Und das lassen wir mal frei, dann machen wir irgendwas mit Park noch hin. Wo ist der Baum? Da ist der Baum. Wenn es denn überhaupt geht, ne? Oh ne, das kannst du nicht machen, direkt neben der Müllkippe, dann in den Park. Da ein. Da auch noch einen hin. Ah, den kriegen wir ja auch noch zwischenschnell. Da einen hin. Gut, haben wir noch einen Park, der passen würde. Der ist nicht ganz so groß. Dafür müsste da aber was wegfliegen. Der ist noch größer. Der würde wieder vorne das Gebäude abreißen. Ach so, hier geht's ja noch weiter, ne? Aber nur einer, der Paradox. Der würde aber hier... Ach, nicht ganz. Leider, leider nicht ganz. Aber... auch nicht. Gut, dann lassen wir es dabei. So, Wasser fehlt. Holen wir das weg. Passt. So, nochmal hier, okay. Das sieht gut aus. Hier passt es irgendwie nicht so ganz, aber ist halt so. Lassen wir so. So, hier hatten wir noch keinen Strom. Das müssen wir noch beenden. Und zwar machen wir hier ein paar Häuser neben fertig. Gut, jingelt schon. Die freuen sich jetzt alle. Ja, Kommerz fehlt jetzt. Ja, da haben wir was freigelassen für irgendwelche anderen Dinge.
Hier im Bahnhofsviertel machen wir jetzt noch mehr Kommerz hin. Gut, Züge fahren da auch. Ja, komm, das machen wir jetzt hier vollkommen zu. So, Kommerz ist auch da. Hier haben wir noch was freigelassen für andere Dinge, denke ich. Gut, dann sind wir schon wieder ein Stück weiter. Ja. Hier ist dicht bewohntes Gebiet. Lassen wir erstmal so, oder? Hier ist die Müllkippe. Ah, da können wir jetzt noch weiter gucken nach den Müllhalden. Wo haben wir den Mülleimer da? Müllverbrennungsstatus, okay. Der ist schlecht. Wieso ist der schlecht? Was ist denn hier ausgelastet? Oh. Ja. Wir haben noch ordentlich Müll, ne? Normalbetrieb aber ist voll. Das heißt, der muss umgedreht werden jetzt. Wo hier unten war noch eine Müllkippe. Beute leert sich. Das heißt, wir machen da erstmal nicht mehr leeren, sondern wieder voll. Hier rechts war noch was. 100% voll, das heißt, wir müssen dort leeren. Und die ist 0% voll, das heißt, da drehen wir es um. Und hier 30% voll und 100% voll, das heißt, da drehen wir es auch wieder um. Okay. Und da ist auch noch sowas. Voll. Und leer. Und hier war irgendwo auch noch eine Müllkippe da. Gut, machen wir erstmal raus. Funktioniert. Gut, was haben wir denn hier? Feuerwache, okay. Was ist hier am Meckern? Oh, Abwasserprobleme. Das ist nicht gut, ne? Wo war unser Abwasser? Hier unten. So. Wo haben wir die denn hingepflanzt? Hat man die nicht schon irgendwo hingebaut? Machen wir hier unten irgendwo hin, oder? So, dann noch eine Anbindung. Noch da. Und schon wird's gut, oder? Strom. Okay, dann machen wir gerade einen Strommasten hin. Ja, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Passt. So. Dann gucken wir mal gerade, was die Entsorgung der Verschmutzung macht. Tut sich da was? Hm. Die Jingle-Geschichte ist jetzt hier vorbei. Boah, da sind drei Riesenhäuser, die ich abreißen muss. Geht gar nicht gerade. Nochmal. Okay. Hier ist ein Müllproblem. Aber das sollte eigentlich geregelt werden. Hier sind gar keine Industrien mehr, die jetzt leer stehen, oder? Da ist auch ein Müllproblem. Da ist ein anderes Problem. Beerdigungsmäßig ist das, glaube ich, ne? Oder? Muss ich gleich mal gucken.
Ich glaube, jetzt muss ich nichts mehr abreißen, oder? Ich sehe keine. Doch, da oben ist noch was. Gut. Ah, wenn man rauszoomt, sieht man es ja noch viel besser, ne? Das weg. Und das weg. Und das weg. Gut, haben wir das auch wieder geschafft. Prima gemacht. So, Stadtwechsel gedeiht. Bahnanschluss haben wir auch. Oh, hier will wohl doch da wachsen jetzt welche. Da kommen welche Häuser hin. Okay, dann geht's da voran. Welche Problematiken haben wir jetzt zurzeit? Vor allem noch irgendwo ein paar Mülleimer, die voll sind. Und hier haben wir noch Leute, die nicht abtransportiert werden, weil sie verstorben sind. Aber eigentlich kann es das nicht sein. So, wie sagst du, was macht unser Verkehr? Der hat sich hier ein bisschen entspannt. Aber hier stehen sie nur alle im Stau. Hm, das ist eine schlechte Kreuzung hier, ne? Da müssen wir was tun, denke ich mal, ne? Aber was? Die Müllwagen fahren da nur raus. Ja, da müssen wir nochmal genau überlegen, was wir da tun, damit das besser wird. Ja, ich habe fast die Vermutung, dass wir da irgendwas so mit brückenmäßig machen sollten. Hm. Ja, das müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Aber was, weiß ich auch noch nicht. Werden wir wohl was abreißen müssen, gehe ich von aus. Hier, dieses sollte man vielleicht wegschmeißen. Und das können wir auch gleich schon direkt vielleicht machen, oder? Wie kriege ich das denn weg? Der Bagger jetzt raus? Ja. So. Ich glaube, das könnte ein Vorteil sein. Dann ist da schon eine bessere Anbindung da, oder? Er staut sich natürlich hier total rein, ne? Bis hier hinten hin stehen die. Okay, da sind jetzt die Busse, aber bis dahin stehen sie. Ich glaube, wir reißen hier diese Straße noch weg. Lass die mal gerade alle wegfahren. Fahren da noch drei rein und dann war's das, oder? Einer ist noch. So, jetzt ist das weg. Das können wir ja auch wegreißen, denke ich. Der Strom fließt auch anders. Und dann müssen wir mal drüber nachdenken, wie wir den Verkehr hier noch regeln, ne? Ja, hier entspannt es sich. Ich glaube, das war mal bis dahin. Das ist jetzt nur noch bis dahin. Kriegen wir schon hin, denke ich, oder? Ja, das ist eine Einbahnstraße, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, dass es eine Einbahnstraße ist. Ja, die fahren auch auf der linken Seite. Dann passt das ja. Gut, okay, dann würde ich aber erstmal sagen, soll es erstmal so bleiben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.